Herr Professor, ich würde beginnen gerne mit dem, was der berühmteste Professor, den wir in unserem Rat vorgeschlagen haben, gesagt hat, denn das war der Start unserer gesamten Bemühungen, also dieser gesamte Rat der Weisen sozusagen, dieser neue Rat der Gesundheits-, Lebensqualitäts- und Heal-the-World-Weisen, fußt alles, hat seinen Startschuss bekommen durch den weltberühmten Professor Richard Dawkins, der wohl berühmteste Biologe der Jetztzeit sozusagen. Ja? Der schreibt Bestseller wie Sand am Meer und so weiter. Und der hat etwas erlebt und seine praktische Erfahrung war das, was quasi den Start der gesamten Überlegungen gebracht hat. Er hat nämlich erlebt, dass er sich mit seiner Frau freundschaftlich scheiden lassen wollte. Die haben sich unheimlich gut verstanden, aber die wollten beide neue Partner heiraten, aber wollten das ganz freundschaftlich machen. Und dann schrieb aber das englische Gesetz vor, dass sie, so ähnlich wie übrigens die meisten USA-Gesetze auch, dass er sich einen Anwalt nehmen musste und seine Frau musste sich einen Anwalt nehmen. Und dann ging's los. Dann verstanden die beiden die Welt nicht mehr. Die beiden Anwälte sind aufeinander losgegangen wie die Feuerwehr und haben sich bekriegt und beschrieben und so weiter. Und am Ende war das eine riesig teure Angelegenheit, künstlich teure Angelegenheit. Die beiden Dawkins waren richtig genervt und mussten ganz viel bezahlen. Und da sagte Professor Richard Dawkins, jetzt, also da stimmt doch was Grundlegendes nicht mit unserem gesamten Gesellschaftssystem, mit unseren arbeitsteiligen Systemen. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, die sogenannten ökologischen Nischen oder die Anreize, da stimmt doch was nicht. Ja? So, es gibt sogar im Internet einen eigenen Artikel über nur diese Stelle dieses Buches sozusagen, weil das von vielen aufgegriffen wurde auch. Ja? Beispiel, wir auch die Idee haben, wir sind sogar der Meinung anhand dieses Beispiels, dass es besser wäre, wir würden auch jeden Bürger mit einer ganz kleinen Rechtsschutzversicherung, Rechtsschutz versichern sozusagen, und dann würde es ein Hausanwaltssystem geben, genauso wie bei dem Hausarzt, und dann würde tatsächlich der Hausanwalt dann am meisten Honorar verdienen, wenn er den Bürger so gut wie möglich von unnötigen Rechtsstreitigkeiten freihalten kann und sozusagen präventiv wirkt. Wenn er zu wenig täte, würde der Versicherte seinen Hausanwalt wechseln. Dann kriegt dieser Anwalt viele, viele Minuspunkte seitens der Versicherung und sodass der Hausanwalt immer sich sagt, was muss ich tun, wie viel muss ich tun, um dafür zu sorgen, dass der Versicherte nicht aus Versehen in eine Rechtsstreitigkeit reinstolpert, und wie viel muss ich tun als Minimum, und wie kann ich verhindern, dass es irgendwie zu teuren, großen Streitigkeiten unnötigerweise kommt, wie kann ich sie durch Mediation auch abbremsen. Ja, wir haben ja vorhin ja, schon gut, gesprochen. Ja. Das ist natürlich eine Frage, wie man das etabliert. Ich meine, dass man die Leute zwingt, einen Hausanwalt zu nehmen. Und wenn das vorschreibt, gut, man könnte sowas einführen. Aber es ist ja auch nicht so, dass jeder einen Hausarzt haben muss. Ja, es ist auch so, dass natürlich auch genauso wie jetzt nicht jeder einen Hausarzt hat, wird dann nicht jeder einen Hausanwalt haben, sondern nur er darf. Er darf. Ja? Ja, ja. Es ist ein Freiheitsrecht dann. Und der Staat würde halt auch den Leuten, die sich zum Beispiel partout an diese kleinen Beitrag dann nicht leisten können, würde der Staat das übernehmen, damit eben einfach jeder Bürger das Recht hätte, geschützt zu sein. Ja? Also sozusagen. Und ja. Ob das nun so wichtig ist, ich bin da selbst auch nicht so, ob das jetzt nun sein muss. Aber im Prinzip halte ich die Idee für richtig, auch Anwälte sozusagen vor dem Furor zu schützen, aus einer kleinen Sache eine große Sache zu machen, sozusagen. Und ja, ja. Denen die richtigen Anreize zu setzen. Also dafür bin ich schon. Ne? Ja, wenn man das machen kann.
Ich vermute, dass das Grundprinzip, nämlich dass ein Anwalt generell überall auf der Welt immer gefährdet ist, eventuell etwas zu tun, was nicht in erster Linie nur dem Klienten nutzt, sondern auch in erster Linie seinem Portemonnaie nutzt, sozusagen, oder seiner persönlichen Karriere nutzt, diese Gefahr sehe ich schon überall weltweit gegeben. Ja, ich meine, wenn man das in Deutschland einführen könnte oder diskutieren könnte, wäre es nicht schlecht. Ne? Ja, ich würde gerne ganz ohne diese Zahlen und Statistiken auskommen, ja. Aber die Frage ist, möchte ich lieber, dass mein Hausarzt, ich habe das letztens erlebt, ja, wie ich eben gemerkt habe, dass er eigentlich überhaupt kein Interesse, in dem Fall war es eine Dame, dass sie überhaupt kein Interesse daran hatte, mich auch nur im mindestens gesundheitsförderlich zu beraten, sondern dass sie nur im Auge hatte, eine komplizierte oder teure Sache. Sie hat mir sogar Igelleistungen angeboten, von denen alle anderen vernünftigen Medizinprofessoren, die wir auch für den Rat vorgeschlagen haben, dringendst abraten, weil sie meistens deutliche Schäden setzen und keinen Nutzen haben. Und das hat sie mir angeboten und so weiter. Aber es war ganz klar zu erkennen, dass es nur um das Verdienen eines bestimmten Geldes ging. Vielleicht läuft die Praxis im Moment nicht so gut und so weiter. Ja, und, das gibt es natürlich, klar. Ja, und da ist es für mich so, dass ich sage, wenn wir wirklich mit unserer deutschen Gründlichkeit wirklich alle Datenschutzkautelen sozusagen einrichten, alle Vorsichtsmaßnahmen, dann ist mir das Risiko sozusagen lieber als das konkrete Risiko, dass ich nicht einen Arzt finde, der auch nur mindestens was für meine Gesundheit tut. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe also ein kleines gesundheitliches Problem und so weiter. Dazu müsste man zusätzliche Blutwerte erheben. Man müsste also quasi eigentlich mal die Dinge untersuchen, was mir da stofflich fehlt, ja, in meinem Stoffwechsel. Das tritt nämlich nur unter besonderen Bedingungen auf und so weiter. Und da ist es eben so, dass das einfach nicht vorgesehen ist, dass das für den Arzt kein Geld bringt. Für den bringt das Geld mir ein bestimmtes Medikament. Hier haben Sie ein bestimmtes Medikament, fertig. Ja, ich möchte ja aber eigentlich den fehlenden Stoff wissen. Ich möchte wissen, ob mir zum Beispiel Magnesium fehlt oder ob mir Eisen fehlt oder ob mir das fehlt und das fehlt oder das fehlt. Ich möchte die wirkliche Ursache wissen, denn wenn das wirklich eine Krankheit wäre und keine Mangelerscheinung, dann müsste sie ja eigentlich immer mal auftreten oder konstant da sein. Die tritt aber nur in bestimmten körperlichen Zuständen, in denen ich zum Beispiel besonders ausgelaugt bin, auf und das spricht eindeutig für eine Mangelerscheinung. Ja, ja, ich meine, ich habe einen Hausarzt, der durchaus Eisen und alle möglichen Sachen zwischendurch mal checkt. Ne? Aber was ist mit... Neulich auch gesagt hat, ich müsste Folsäure zu mir nehmen. Ne? Die nehme ich übrigens auch täglich zu mir, neben Vitamin B12 und Vitamin D3 zum Beispiel. Ja, ja, und Magnesium, das nehmen wir ja alle. Es wäre schon ganz gut, gewisse Kriterien zu schaffen, um da Ärzte zu kontrollieren. Das Schöne an diesem neuen Vorschlag ist eben, dass es nicht dazu kommen würde, dass man den Arzt kontrolliert oder ihn, sich über ihn beschwert in dem Sinne, sondern dass es eben, denn dann wissen wir ja, dass keine Krähe der anderen ein Auge aushackt sozusagen, dass wir da also dann keine Chance haben, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, das wohl so. Ja, das ist wohl so, gell? Und von daher sehe ich das gerade das Konstruktive, dass der Arzt ja sozusagen einfach nur in seiner Abrechnung für alles die Quittung bekommt, ohne dass es emotional ist sozusagen. Er bemüht sich einfach so gut wie möglich in der Gesundheitsförderung zu werden und so viel wie möglich Probleme, die zum Beispiel orthopädische Probleme schon im Vorfeld zu verhindern, soweit das geht mit gesunder Ernährung zum Beispiel. Ja gut, aber wie soll das der Erfolg oder Misserfolg getestet werden? Der wird gemessen, wie gesagt, einmal auch wieder an den Wohlfühlnoten und an den Gesundheitskosten. Die Patienten sollen Wohlfühlnoten abgeben. Ja. Der Patient gibt, also generell sollen die Bürger beim
gegenüber dem Statistischen Bundesamt und Wiesbaden, das quasi von denen nur eine Kennnummer hat oder eine Codenummer hat, die anonymisiert ist sozusagen, wird mit dieser Codenummer, mit dieser anonymisierten Codenummer, wird quasi ein regelmäßiges Abgeben von Wohlfühlnoten, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob wir das vielleicht in Zukunft einmal monatlich machen oder einmal im Jahr oder einmal täglich vielleicht sogar irgendwann. Aber so, wie das dann, wie die Gesellschaft das dann will, sozusagen, werden wir Wohlfühlnoten... Ohne den Arzt zu nennen. Ja, ohne den Arzt zu nennen. Es geht nur um das reine Wohlfühlen, unabhängig davon. Und dann ist es eben so, dass ja sozusagen die Versicherung sozusagen ja diese Zuordnung hat, hier Hausarzt und diese die Versichertenziffer und diese Ziffer des Versicherten und die, also anonyme Versichertenziffer und die mit dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, die müssen irgendwie kontaktierbar sein. Und zwar nur als Nummern, ne? Nicht als... Ja, als, also gut, man kann das sagen, der hat 70%, der hat 80% Wohlfühlerfolge. Ja, wir schlagen vor, so die Durchschnitts... Also wir beginnen alle, Bürger würden jetzt, also Sie würden heute, wir würden alle die 3 bis 4 abgeben. Damit beginnen wir. Dann haben wir Spiel bis 1 plus und bis 6 minus. In einem Sterbefall gibt es die 7 als die schlimmste Zahl sozusagen. Ja? Das Unbehagens, ja? Der Sterbe, die Sterbezahl 7. Ja? Und dadurch hat der Arzt ein ganz klares Ziel. Wenn ich als Arzt habe natürlich nur einen kleinen Einfluss auf das Glück eines Menschen, aber den Einfluss will ich geltend machen. Mit gesunder Ernährung, mit gesundem Sport, mit Gruppenkursen und so weiter. Und über hunderte von Versicherten hinweg sieht man dann, aha, dieser Arzt hat insgesamt einen guten Einfluss auf die Wohlfühlnoten genommen. Und dann als nächstes zum Beispiel erhebt die Krankenversicherung, die sogenannte, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, die Krankheitskostenerwartungskurve. Ja? Und die kann man auch so genau, man kann sie ungenau machen. Wenn man sie ungenau macht, funktioniert sie immer noch, weil das über hunderte von Versicherten hinweg auch eine ungenaue Kurve etwas bringt, ja. Er als Arzt in einem, sagen wir, in einem relativ Viertel wohnt, wo relativ arme Leute sind, hat natürlich, denen es im Allgemeinen auch schlechter geht, ne? Hat er dann schlechtere Erfolgschancen als einer, der in einer besseren Umgebung. Nicht unbedingt, wahrscheinlich sogar genau umgedreht. Denn der in einer guten Gegend wohnt, hat vielleicht viele Versicherte, die sich sowieso für Prävention und Ernährung und so weiter interessieren. Und bei denen kann er eigentlich gar keinen Start machen, weil die Erwartungskurve im Computer der Krankenversicherung zum Beispiel sowieso voraussagt, dass der die nächsten 10 Jahre gesund bleibt. Ja? Und dann kann er da eigentlich kaum verdienen, eher nur verlieren sozusagen. Ja? Also er bekommt dann sicherlich auch ganz normal sein Honorar, aber ich glaube, dass der in dem armen Viertel sozusagen oder in dem Problemviertel potenziell sogar mehr verdienen kann, weil jeder Arzt wird nämlich sagen, kommt her, ihr chronisch Kranken, zu mir, denn die chronisch Kranken haben ja eine sehr schlechte Erwartungskurve in der Versicherung. Ja, ja, aber ich meine, und wenn er da nur kleine Wirkungen erzielt in Richtung Verbesserung, dann kann er da schon fürstliche Honorare bekommen. Ja, 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 aber ich meine, das ist positiv oder negativ ausgelegt, ne? Ja. Ja, und wo soll denn da der Ansatz sein, das in dieser Richtung zu ändern? Wir haben doch heute im Prinzip einmal so diese zwei Klassensysteme, einmal privat versichert und einmal kassenärztlich versichert. Und zum anderen ist ja so, dass der Einfluss der Krankenkassen in den letzten Jahren unglaublich zugenommen haben, die also den Ärzten im Prinzip schon so eine Art Behandlung vorschreiben. Ja, weil diese Vorschriften alle nur Vorschriften im Rahmen der ärztlichen Kunst sind, also im Rahmen der sogenannten evidenzbasierten Medizin. Aber da ist es so, dass dort eben zum Beispiel auch dann oft, wenn zum Beispiel ganz konkret
eine Knieoperation noch nicht nötig ist, weil es noch sehr gute konventionelle Therapieformen gibt, die diese Knieprobleme beheben könnten. Und trotzdem ist es statistisch längst bewiesen, dass ganz viele Krankenhäuser aus wirtschaftlicher Existenznot heraus eine Tendenz haben und ihren Ärzten zum Beispiel fürstliche Prämien dann bezahlen, wenn sie jeden, der durch die Tür kommt, sofort operieren, so schnell wie es geht, sozusagen. Ja, ja. Und diese Missstände, von denen habe ich auch große Angst vor solchen Missständen, vor diesen Missständen sozusagen haben viele sich auskennende Bürger Angst und deswegen wollen sie diese Reform. Weil das, was die Krankenversicherung machen, nichts anderes ist als ein hilfloses Rumtapsen im Nebel mit keinerlei. Professor Dr. Helmut Hildebrand und die Heinrich-Böll-Stiftung haben sich so geäußert, diese ganzen Bemühungen haben keinerlei messbare Verbesserungen des Systems gebracht. Alle Reformen der letzten Jahre waren hilfloses Rumtapsen im Nebel. Ja. Ja gut, aber wie soll das abgestellt werden? Wenn man eben sagt, der Krankenhaus wird zu viel operiert, welche Konsequenz hat das Krankenhaus zu befürchten, wenn sie das sehr ermuntert? Genau, das würde im Prinzip, würde erstmal der erste, wir sprechen sozusagen von sogenannten Abfangjägern. Der erste Abfangjäger von Krankheit ist der Hausarzt und der Versicherte selber mit seiner Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie. Das heißt, die Menschen werden motiviert, zusammen mit dem Hausarzt an einem Strang zu ziehen und schon mal, sagen wir mal, 80% der Krankheiten nach Möglichkeit zu vermeiden. Übrigens alle Professoren, die wir haben ja ganz viele Medizinprofessoren für den Rat vorgeschlagen, teilweise auch von der Charité Berlin und so weiter, ganz berühmte Leute, die zuletzt bei Markus Lanz im ZDF zu sehen waren, zum Beispiel der berühmte Professor Michalsen, ja. Und wir haben lauter solche prominenten Professoren vorgeschlagen für Medizin, die ganz klar sagen, 80-90% des üblichen Krankheitsgeschehens lassen sich durch eine gute Präventivmedizin schon in der Hausarztpraxis verhindern. Aber über Jahrzehnte hinweg sozusagen. Und das ist unser erster Abfangjäger. Und dann können wir so Stück für Stück vorgehen, dass wir das so umgestalten, dass wir dann zum Beispiel sogenannte Facharztteams haben, die nächsten Abfangjäger bilden, die auch wieder nach dem Schlüssel bezahlt werden. Wenn der Abfangjäger Hausarzt nicht erfolgreich war, dann geht derjenige in eine sogenannte Fachärztestation sozusagen, die vor Ort ist, sozusagen eine kleine Gemeinschaftspraxis vielleicht, ja. Und dort kriegt er die fachärztlichen Versorgungen und die werden wieder nach dem gleichen Schlüssel bezahlt. Wenn sie jetzt gesund bleiben und nicht sozusagen auch wieder ein Stück unter den Erwartungskurven bleiben, kriegen die auch wieder mehr Honorar ausgeschüttet sozusagen. Und dann müssen wir das Gleiche auch noch innerhalb der Klinik machen irgendwann. Ja, so dass wir dann sogar auch in der Klinik die Abfangjäger haben, die sagen, können wir jetzt nicht noch konservativ behandeln, müssen wir die teure Operationsoption ziehen oder nicht, können wir sie noch durch irgendetwas vermeiden. Und dann und in der letzten Instanz bleibt dann die Operation. Und dadurch haben sie dann so viel Abfangjäger, dass also nur noch die wirklich, wo man nichts machen kann außer Operation, die bleiben natürlich übrig. Und die werden dann wahrscheinlich ähnlich bezahlt wie bisher. Ja. Also ich habe das Gefühl, jetzt in der letzten Zeit haben jetzt unabhängig von den, oder gerade wegen den Krankenkassen, die Ärzte selber zur Hilfe angetan oder beziehungsweise angefangen. Also ich kann das nur so als Beispiel nennen. Ich bin in der Praxis drin. Da gibt es insgesamt 7 Ärzte, die haben sich zusammengeschlossen zu, wenn man so will, so eine Art Pool, da ist also drin, was weiß ich, ein Orthopäde? Also Orthopäde, genau, danke. Orthopäde, da ist verschiedene andere Ärzte drin, einer ist zum Beispiel nur für Zuckerkrankheiten drin. Das heißt also, die Leute werden also nicht weitergeschickt,
sondern die bleiben dort und werden dort innerhalb des Raumes, oder das ist ja ein ganzes Stockwerk, werden die einfach weiter zu dem jeweiligen Arzt geschickt. Das heißt also, dort wird schon mal vermieden, dass also das Hin- und Herlauferei und Warterei mit Wartezeiten so passiert. Das ist unabhängig von den Krankenkassen. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass einfach diese Praxis mit seinen vielen Ärzten natürlich mehr Chancen hat, zum Beispiel zu verdienen. Ja, genau. Und das ist eben leider so. Faktisch haben Sie in so einer Gemeinschaftspraxis des alten Stiles leider keine Chance, geschützt zu sein. Zum Beispiel, ich mache Ihnen ein Beispiel, Diabetes zum Beispiel. Sie können Professor Dr. Med. Jörg Spitz, einer der ganz berühmten Präventivprofessoren für Medizin in Deutschland mittlerweile, der früher ein ganz normaler Arzt war, dann aber erkannt hat, dass so vieles schiefläuft in der Medizin und dann seine Wende gemacht hat sozusagen. Und dieser Professor Dr. Med. Jörg Spitz sagt ganz klar, wenn Sie in so eine Praxis, wenn dann ein 12-jähriges Kind kommt und hat schon Altersdiabetes mit 12, dann ist der normale Prozedere, dass man dann diesen Menschen mit ganz vielen Eingriffen und Medikamenten und so weiter bis zum 82. Lebensjahr schleppen kann. Man kann ihn nicht schleppen. Er wird viel leiden, vielleicht muss man ihm den Fuß amputieren, vielleicht wird er blind oder vielleicht alles Mögliche, aber man wird ihn schleppen können und er wird die Krankenversicherungskarte halten können bis zum 82. Lebensjahr. Und dadurch hat man als solche große Gemeinschaftspraxis ein 70 Jahre währendes Einkommen mit diesem 12-jährigen Altersdiabetes-Patienten. In Wirklichkeit könnte man, sagt Professor Spitz, bei, sagen wir mal, 70% dieser jungen Diabetesfälle das noch retten durch konsequente Ernährungsumstellung, könnte man die befreien, vollständig befreien von Altersdiabetes. Aber sozusagen, wenn Sie jetzt, Herr Ruppert, in diese Praxis gehen, Sie werden nie selbst durchblicken, was bei Ihnen möglich ist oder nicht. Die Fachleute werden das immer unter sich ausmachen. Sie werden niemals die Fachkompetenz haben können, das zu relativieren. Nur Professor Spitz, wenn er sich daneben stellen würde, der würde dann zum Beispiel sagen, sind Sie das Wahnsinns? Warum machen Sie nicht erstmal hier eine Ernährungsumstellung und Sport und Gesundheitssport und alles Mögliche? Dann wird das Kind wieder kerngesund. Und das Kind muss abnehmen und so weiter, dann durch die Ernährungsumstellung. Und das Kind muss keinen Diabetes behalten. Wir können wieder rauskommen aus dem Altersdiabetes, ja, und so weiter. Und das wird diese Praxis mit Ihnen nicht machen. Dann würde sie sich nämlich im jetzigen System wirtschaftlich ruinieren. Also gut, das ist ja eine Frage der Einstellung der Ärzte. Das ist ja Grundversion, da muss ich jetzt dazu sagen, also dass in der Praxis, in der ich hingehe, da kannte ich den Gründer der Praxis schon gut, er war Sportarzt. Ja. Und den kenne ich also jetzt schon seit über 30 Jahren und die wissen mich auch so zu behandeln, wie es sein muss. Insofern kann ich da offen mit denen auch sprechen. Also das ist jetzt eine Frage, wie gesagt, der Einstellung, würde ich mal sagen. Ob die sagen, das ist für mich ein Gegenstand, ja. Der Arzt, ja, sagt dem Kranken, das ist für mich ein Gegenstand, womit ich viel Geld verdienen kann, oder ob er sagt, nee, ich will, dass er auch gesund wird. Ja, also was man dazu ganz klar sagen muss, ist, es sind zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das ist die Selbsttäuschung als Thema und das ist die damit verbundene Patiententäuschung. Und es ist so, dass wir festgestellt haben, dass selbstverständlich der Arzt das größte Einkommen hat, der am nettesten, am umgänglichsten, am menschlichsten und am moralisch engagiertesten wirkt. Aber man hat festgestellt, zum Beispiel, es gab mal eine große Studie, die im Spiegel veröffentlicht wurde, die hieß Murks im Mund, der Spiegelartikel hieß Murks im Mund, da hat man festgestellt, dass der Zahnarzt, der den besten Leumund hatte, der den besten Ruf hatte, der die teuerste Praxis hatte, die beeindruckendsten Patienten hatte, dass der dann tatsächlich in der Studie
offensichtlich und eindeutig der schlechteste von allen war, der am meisten Schäden bei den Versicherten gesetzt hat, obwohl die Versicherten den Eindruck hatten, sie wären in optimaler Betreuung. Und dieser Arzt hat diese wissenschaftliche Studie wurde mit aller Sorgfalt gemacht und es stellte sich raus, dass manchmal der kleine, unscheinbare Praxis, dass der noch am ehesten die Möglichkeit hatte, seinen moralischen Impulsen zu folgen. Aber Dr. Hilmut Hildebrand sagte dann am Ende sozusagen, dass quasi die Ärzte mittlerweile aus moralischen Gründen eigentlich gegen die finanziellen Anreize sich entscheiden müssen, ist eine völlig instabile Situation, die wir auf keinen Fall riskieren sollten. Denn es gibt dann einfach keine Garantie, dass nicht irgendwann die Evolutionsprozesse dafür sorgen, dass am Ende alle Ärzte sozusagen eigentlich nicht mehr das Moralische tun, ja? Denn es ist ja so, wenn ich in einer Selbsttäuschung drin bin, ja, wenn Sie einmal über Selektionsprozesse nachdenken, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die Frau, kennen Sie noch zufällig die Talkshow Ilona Christen? Ja. Ja, kennen Sie denn noch? Ich glaube Sat.1 oder RTL? Mhm. Kennen Sie die noch, Herr Professor, kennen Sie die noch zufällig? Nein. Ilona Christen, das war eine Talkshow, die hat einmal acht alternative Ärzte, also sogenannte naturheilkundliche Ärzte, eingeladen. Und diese haben ihrem moralischen Impuls, sind die gefolgt und haben sozusagen alles für den Patienten gemacht und haben nicht so aufs Geld geschaut. Und die haben alle gleichermaßen gesagt, in den nächsten Monaten werden wir schließen müssen. Weil wir einfach nicht mit den Mieten schon, mit den Kosten für Sprechstundenhilfen und so weiter, die üblicherweise bezahlt werden hier und so weiter, da können wir nicht konkurrieren. Wir nehmen zu wenig ein, wir kassieren die Leute ja nicht ab sozusagen und wir nehmen zu wenig ein und wir müssen alle schließen, alle müssen wir die Türen schließen. Weil nämlich jeder, der sich moralisch verhält in einem unmoralischen System, am Ende ausstirbt wie die Dinosaurier. Er muss irgendwann seine Praxis zumachen, er stirbt nicht als Mensch, aber als Arzt für Naturheilkunde ist er gestorben. Dann geht er in eine Klinik und verdient wieder mit Fließbandmedizin wieder gutes Geld. Ja? Aber als die Praxis ist zu. Ja, die naturheilkundliche, weil das Experiment menschenfreundliche Medizin gescheitert ist. Und das ist das, was ich so abschließend zu diesem Thema anregen möchte, zu bedenken. Also ich habe, wie gesagt, Angst vor den Ärzten. Ja, halt die Frage, wie man diese Moral stärken kann, besser bezahlen kann, aber also der Dr. Helmut, ja, genau. Sie stellen genau die richtige Frage. Der Dr. Helmut Hildebrand hat die Frage so beantwortet, dass er sagt, wir müssen dem Arzt für das moralische Verhalten auch ein fürstliches Honorar bezahlen. Ja, man müsste vielleicht umgekehrt eben ein gutes Honorar zahlen, wenn die Leute sich wohlfühlen und mit dem Moment, wo sie protestieren oder sagen, sie fühlen sich nicht gut, dann wird das Honorar gesenkt, aber das ist natürlich auch eine, naja. Ja, das ist ja das Konzept der Wohlfühlnoten, ja, genau. Ja, das ist halt schwierig, denn dann gibt es wieder Hetzparolen oder was weiß ich, je nachdem, welchen Viertel man ist. Ja, also wir haben dieses Thema Gesundheitsreform, dieses Thema. Ja, zwischen Leuten, zwischen Patienten auch zwischendurch gesprochen und dann kann sein, dass einer da eine Wut auf den Arzt hat, obwohl er die Wut unberechtigt ist und dann Leute aufhält. Also ich meine, das ist auch kein System, der, jedes System ist unterminierbar. Das ist das berühmte Beispiel, also vollkommen richtig, was Sie ansprechen, Herr Professor. Das ist genau das Richtige, was Sie ansprechen. Das ist nämlich der Fehler, der auch darin steckte. Man hat das nämlich mal versucht, dass man den Lehrer
beurteilen hat lassen durch seine Schüler. Und diese Beurteilung, das ist nichts anderes als eine Art Mobbing. Das ist keine Hilfe, sondern eher schädlich, so etwas. Ja? Denn Sie müssen die Wohlfühlnoten, die gibt zum Beispiel der Patient, der Versicherte, als Bürger ab und nicht als Versicherter. Der gibt die als Bürger ab und der gibt sie ja sozusagen für 20 andere Bereiche ab. Er gibt ja nicht eine Note, Wohlfühlnote ab für seinen Hausarzt. Das wäre ja Quatsch, weil dann würde er ja quasi seinen Hausarzt, wenn er mit dem mal irgendwann einen Ärger hat, dann würde er ihn ja quasi schädigen durch eine Rückmeldenote. Es darf keine Rückmeldenote sein. Denn wenn Sie eine Rückmeldenote geben, dann würden Sie ja sozusagen persönlich diesem Arzt eins reinwürgen können. Ja, stellen Sie sich vor, der hat einen Kunstfehler gemacht, dann würden Sie unabhängig von Ihrem Wohlbefinden ihm ja eins reinwürgen wollen. Das darf nicht der Fall sein, sondern es muss so sein, dass Sie jeden Monat eine neutrale Wohlfühlnote abgeben, über alle Berufsstände hinweg, bis hin der Ernährungs... Und Sie können ja nicht, nur weil der Arzt gefuscht hat, wollen Sie doch nicht Ihren Lebensmittelhändler eine falsche Wohlfühlnote zurückgeben, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohlfühlnote abgebe und ich regelmäßig zum Beispiel mit meiner Lebensmittelkarte zum Beispiel bei Aldi einkaufe, ja, ein typischer Aldi-Kunde bin und dann mit meiner Krankenversicherungskarte bei Aldi regelmäßig einkaufen gehe und mit dieser Karte bezahle, wodurch erhoben wird, was ich einkaufe und so weiter. Und jetzt Aldi in Zukunft zum Beispiel einen Ernährungsberatung hat, die ich natürlich gerne in Anspruch nehmen würde und mir dort also sozusagen hochwertige und gesunde Bioware, die tatsächlich auch das Geld wert ist, sozusagen empfohlen wird und so weiter. Und ich sozusagen in meinem Wellness-Tarif einen monatlichen Beitrag schon im Voraus bezahlt habe, der quasi als auf der Karte als Kostenvolumen schon drauf ist, sozusagen als Guthaben drauf ist, dann ist es am Ende so, dass man statistisch sehr genau ausrechnen kann, es wird dann vielleicht auch noch gemessen, wo ich in Restaurants essen gehe, später werden die Restaurants vielleicht, die einen Restaurants werden sich Aldi anschließen, die anderen werden sich Rewe anschließen, die anderen werden sich Penny anschließen und so weiter. Und dann kann man ausrechnen, aha, dieser Mensch hat ungefähr 80% seiner Nahrung aufgenommen über Aldi und hat jetzt die Wohlfühlnotenentwicklung so und so. Und wenn man das über Tausende oder Hunderttausende von Kunden hinweg tut, kriegt man statistisch ungefähr raus, ob zum Beispiel jetzt bei Tausenden von Kunden, ob dieser Markt mit seiner Ernährungsberatung und mit seinen Zulieferern sozusagen gesundheitsförderlich ist oder also wohlfühlnotenförderlich und auch gesundheitskostendatenförderlich ist oder eher nicht. Ja, aber ich meine, das sind Erhebungen über lange Zeiten und welche Rückwirkungen haben das dann? Ich meine, das ist ja nur sehr global, dass dann all die sagen, ja gut, wir müssen etwas mehr das und das machen. Okay, aber bei den Einzelnen hat es ja auch dann wenig Rückwirkung. Ja, der hat sogar schon 4 Verwandte an den Krebs verloren. Und ganz sicher auch wegen falscher Ernährung und ungesunder Ernährung, ja, ganz sicher deswegen, schätze ich jedenfalls so ganz sicher ein, denn die haben sich alle gleichermaßen ungesund ernährt, ja, und jetzt bemüht er sich auch um gesündere Ernährung und so weiter und ehrlich gesagt, ich habe Angst, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich vergiftet werde mit großen Mengen von Glyphosat. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Verzüchtungen der Nahrungsmittel eine Rolle spielen, wie stark die mittlerweile verzüchtet sind, sodass ich mittlerweile sogar, wenn ich Gemüse esse, mittlerweile diabetesgefährdet bin, weil ich plötzlich einen viel zu hohen Zuckerinhalt in einem Gemüse habe, das früher nur einen Bruchteil von Zucker beinhaltete. Ja? Also ich habe Angst vor meinem Lebensmittelhändler. Gemüse, Zucker. Ich dachte, Gemüse gut kann etwas Zucker enthalten, klar. Also die Möhren zum Beispiel sind schon so verzüchtet, dass sie mittlerweile Zuckerbomben geworden sind. Das ist keine Möhre mehr, das ist eine Zuckerbombe. Oder zum Beispiel beim Apfel. Zum Beispiel aus dem Apfel züchtet man im Moment, ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Apfel kriegt ja so gerne braune Flecken, ne?
Das stört die Händler. Das stört die Händler. Also hat die Industrie die Äpfel so umgezüchtet, dass der wertvollste Stoff des Apfels, der für meine Gesundheit am wichtigsten überhaupt ist, dass dieser Stoff, das Pektin, herausgezüchtet wird und herausgezüchtet wurde. Das heißt, wenn ich einen Apfel esse, kriege ich die, sind die wertvollsten Stoffe schon längst nicht mehr drin. Das ist nur noch eine Hülle, eine leere Hülle. Ja? Weil es passt gar nicht mehr zu meinem Genbestand. Ja? Es ist eine wertlose Hülle. Und dann kriege ich auch heutzutage überall nur noch unreif geerntetes Obst. Wir wissen aber mittlerweile längst, dass sie mit unreifem geerntetem Obst nicht nur ihre Zähne kaputt machen, sondern auch ihren ganzen Körper durch Säureangriffe kaputt machen. Ja? Also das heißt eigentlich, das herrliche Obst, davor, ich zum Beispiel esse, genau wie viele andere hier in der Bürgerinitiative, keinerlei Obst mehr, weil mir das zu gefährlich geworden ist. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, da mal anzusetzen, dass da im Rundverfahren, ja, wir mehr Kontrolle und mehr Informationen für unsere Ernährung bekommen. Und dann ist es eben die Frage, mehr Kontrolle heißt zum Beispiel, Sie können nicht neben jedem, sagen wir mal, angeblichen Biomastbetrieb einen Kontrolleur stellen. Das können Sie nicht. Am Ende füttert er doch Antibiotika dazu und so weiter. Sie können das alles schlecht nachweisen. Deswegen ist es das Beste, eigentlich nur noch eine Kontrolle zu haben, nämlich die Messung am Endergebnis. Meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitskostendaten müssen mitentscheiden über die Gewinnausschüttung an meinen Aldi-Händler vor Ort. Und das ist die einzige zuverlässige Messung. Ja? Ja, aber wie wollen Sie eine Gewinnausschüttung? Was heißt Gewinnausschüttung? Gewinnausschüttung, weil, ich weiß nicht, ob Sie wissen... Händler wird durch die Bezahlung der Ware... er bekommt nur einen Teil seines Geldes, bekommt er über die Bezahlung der Ware. Und wenn er clever ist, bietet Aldi mir die gesunden Sachen sogar einen Tick billiger an, und zwar speziell für die versicherten Kunden sozusagen. Wenn Sie clever sind, locken Sie mich sogar mit Preisen, die Sie nur für die versicherten Kunden machen, um mich zu auch noch ein bisschen anzureizen, in die richtige Richtung mich zu ernähren. Und dann ist es so, dass der Aldi quasi da vielleicht sogar manchmal die Marktpreise untertrifft, ja, und wenn ich dann jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir mal bedenken, wie viele Hunderte von Milliarden wir jedes Jahr rauspulvern im Gesundheitswesen für teilweise unnötige Operationen, wenn Aldi es schafft, dass ich eben nicht operiert werden muss, obwohl eigentlich meine Erwartungskurve das eigentlich voraussagen würde, dann sozusagen erhält Aldi von diesen eingespelten Geldern genauso wie der Hausarzt einen Anteil. Und ja, das bedeutet, dass dann der Profit von Aldi wesentlich abhängt von diesen Geldern aus der Krankenversicherung. Also die Krankenversicherung schüttet in Zukunft, die Krankenversicherung hat als Abfangjäger nicht nur den Hausarzt oder diese Teams, von denen ich vorhin gesprochen habe, sondern den Abfangjäger, Partner, Lebensmittelhändler. Das ist ein sehr kompliziertes System. Ja, aber geht es anders? Geht es anders? Nein, also dann, wenn so ein System etabliert würde, erstens das, sagen wir mal... Es ist teuer. Es ist teuer. Also teuer, es lässt sich schwer verwirklichen, und vor allem gibt es dann auch eben Möglichkeiten, dass wahrscheinlich zu unterwandern. Genau, das ist ja der Punkt. Alles, was der Mensch macht, lässt sich hintergehen. Ja, aber dazu müsste man schon das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden darin einbrechen. Man müsste dort betrügen, man müsste dort die Leute bestechen und so weiter. Und wenn man das sehr stark strafbewehrt, wird das selten versucht werden. Ich meine, man sieht ja jetzt, es gibt ja verschiedene Gerichtsurteile gegenüber Firmen, aber wie lange hat das gedauert, und das wird alles
ist alles sehr schwierig. Ne? Ich meine, wir haben momentan ein System, das schon irgendwelche Missstände aufdeckt, aber es dauert oft sehr lange und es lässt sich aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich das anders machen lässt. Ja, die Frage ist, für mich ist es so, wenn es sich nicht anders machen lässt, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die Menschheit. Weil es eben einfach so ist, dass wir irgendwann, wissen Sie, Professor Dr. Med-Jörg Spitz sagt es ziemlich deutlich, er sagt, in Wirklichkeit ist längst unser Gesundheitswesen, und der ist nun wirklich mal Professor Dr. Med, ja, der sagt ganz deutlich, und das sagen ganz viele andere Professoren der Medizin genauso, mittlerweile sind wir eine Krankheitsförderungsindustrie geworden, ja. Wir erzeugen mittlerweile Zahlungs-, also quasi Kunden, an denen wir Geld verdienen. Mehr machen wir mittlerweile gar nicht mehr in der Medizin. Ja? Und das wird ja immer schlimmer. Das wird doch von Jahr zu Jahr schlimmer. Wenn ein Milliardär irgendwann sich von einem tollen Chefärzten behandeln lassen will, dann wird er irgendwann von denen finanziell abgezockt und er zahlt vielleicht Hunderte von Millionen für eine angebliche Wundertherapie und in Wirklichkeit bringt die ihn noch schneller ins Grab als alles Vorherige. Ja? Naja, also, das hängt ja immer von den Leuten ab, was sie sich dann bieten lassen. Ja, ja. Also, aber ich würde gerne, weil wir haben jetzt das schon... Das Problem ist ja heutzutage, ja. Wir haben den Klimawandel, wir haben, wo nicht genug getan wird, wir haben alle möglichen Missstände und wir haben sicherlich ein sehr gutes Grundgesetz und so weiter, aber auch da... Das ist, verhindert nicht, dass es nicht Missstände gibt. Ja, wir sollten über den Klimawandel sprechen, denn ich muss dazu sagen, wir haben schon drei Interviews geführt über das Gesundheitswesen und den Lebensmittelhändler und über den Rechtsanwalt. Vielleicht sollten wir was Neues machen, nämlich mal über den Klimawandel sprechen. Denn es ist ja so, im jetzigen Moment ist es so, dass es für die Konzerne so ist. Die Konzerne haben überhaupt keine Wahl. Die Konzerne stehen in einem Wettbewerbs, in einer Wettbewerbssituation, die lautet, entweder du vergiftest die Umwelt oder du gehst pleite. Das ist die einzige Alternative, vor der im Moment im jetzigen Wirtschaftssystem ein Konzern steht. Denn wenn Sie als Konzern auch nur einmal, stellen Sie sich vor, Apple würde jetzt mal einmal irgendwo nachgeben und seine Preise aufgrund von Umweltschutz sozusagen, sagen wir mal, aufs Doppelte hochheben. Dann würde Samsung jubeln und würde sagen, ja, Apple ist kaputt. Apple, kein Mensch wird mehr Apple kaufen, weil doppelt so hoher Preis, das wird keiner mehr bezahlen. Ja? Samsung wird den halben Preis bezahlen und Samsung vergiftet die Umwelt weiter kräftig sozusagen. Und Apple hätte sich durch sein moralisches Verhalten selbst ins Abseits gestellt und wäre ausgestorben wie die Dinosaurier. Also wird Apple das Richtige tun, nämlich im Moment lässt Apple produzieren unter unwürdigen Bedingungen und unter menschenunwürdigen Bedingungen und vergiftet vielleicht bei der Produktion, ich vermute, dass in China produziert wird, dort werden wahrscheinlich lauter Toxine in die Umwelt ausgeschüttet und so weiter. Also da wird eigentlich wahrscheinlich, werden dort Menschen umgebracht en masse, aber Apple hält seine Preise. Ja? Und das ist der Punkt. Wie erst dann, wenn die Wohlfühlnoten auch der Menschen in China, auch die Wohlfühlnoten der Arbeiter in China, die Gesundheitskostendaten der Arbeiter auch in China mit über die Gewinne von Apple China entscheiden, erst dann wird Apple sagen, ich muss Umweltschutz machen, wie alle anderen Konzerne auch. Naja, ich meine, der Klimawandel wird ja vor allem... Ich meine, man muss einfach die CO2-Produktion, die muss also heruntergefahren werden, in drastischer Weise. Und natürlich ist da das Problem, dass natürlich die Industrie, so wie sie heute ist, man kann die nicht von heute auf morgen abstellen, dass man Diesel oder Benzin verbrennt, sondern dass man Sonnenenergie benutzt, um Wasserstoff zu erzeugen, und den Wasserstoff, gibt ja kaum Wasserstoffmotoren.
Aber Sonnenenergie wäre toll und mittlerweile sind auch die Batterieautos so weit, dass man vielleicht ohne über den Wasserstoff zu gehen, der ja ein kleines Problem hat, der ist ja potenziell explosiv, ne? Ja, sicher, ich meine, aber es gibt... Sonnenenergie könnte man auch vielleicht versuchen, direkt in den Strom umzuwandeln, ja? Also, ja, das wird ja auch gemacht. Ja, genau. Aber nachts gibt es keine Sonne, ne? Ja, also ja. Braucht man... Da braucht man Wind und anderes. Entweder Batterien oder die paar Stauwerke, die man hat, das reicht nicht aus. Und nee, Batterienspeicher, genau, vollkommen riesige Batteriespeicher für die Nacht oder eben und um das abzupuffern auch, weil der Wind ja auch nicht immer weht, ne? Das Billigste, aber das Versprechendste ist, aber es wird zu wenig gemacht, ist ja, dass man Sonnenenergie den Überschuss, wenn man das alles groß noch größer machen würde, könnte man eben Wasser zerlegen in Sauerstoff und Wasserstoff und den Wasserstoff dann wieder verwenden. Ja. Um verbrennen, dann entsteht kein CO2. Ne? Es entsteht als einziges Abgas Wasser. Ja. Und, Wasserdampf. Ja. Das, ich meine, im Moment steigen die Meere und das Klima ändert sich, das sieht man ja auch, das wird also zu gewaltigen Bränden und Verlusten führen. Und wenn man wie glaubt, es gäbe keinen Klimawandel, sondern das wäre nur eine lokale, nicht lokal, aber so eine temporäre Erwärmung, das ist ganz klar. Man kennt die Messungen auf Hawaii seit über 100 Jahren, dass der CO2-Gehalt eben der Luft sich verdoppelt hat inzwischen und dass die Meere immer wärmer werden und deswegen gibt es eben auch den Starkregen und weil die Tiefs mehr... Die Meere dehnen sich rein physikalisch schon aus und steigen deswegen im Meeresspiegel, außerdem schwälzen die Pole ab und wir haben viel mehr Wasser in den Kreisläufen und so weiter. Ja, ich glaube schon, dass das alles Fakt ist. Ja, ich glaube schon, innerhalb der nächsten... zu der Zeit drohen schon Klimawandelschäden durch Brände und so weiter und durch zu große Dürren und so weiter. Je nachdem gibt es natürlich dann große Fluchtbewegungen von Bevölkerungen, die nicht mehr ernährt werden können. Ja. Es gibt zu wenig Einfluss auf die Völker, die dann immer noch mehr als 2 Kinder pro Familie erzeugen, denn ich meine, die haben ja keine Arbeit für die Leute. Die bleiben ja nicht anders übrig, als irgendwie als Flüchtlinge dann irgendwo hinzugehen oder Kriege zu führen und sich gegenseitig wieder umzubringen. Also es gibt verschiedene Probleme, die die Welt noch nicht richtig angepackt hat. Ne? Ja, genau. Da bin ich ganz genau Ihrer Meinung. Ich würde nur gerne direkt auf das Problem Abgase und Diesel und Benzin und so weiter eingehen, denn schauen wir uns doch mal ganz realistisch die Situation, ganz ohne Beschönigung, die Situation von Mercedes zum Beispiel an. Ja? Mercedes sozusagen folgt dem Markt und den Marktzwängen. Im Moment ist es sogar so, dass eben überall diese sogenannten SUVs, also riesige Geländewagen, gekauft werden mit einem wahrscheinlichen schlechten Luftwiderstandsbeiwert oder so, wie das genau heißt, das wissen Sie genauer als ich, ja. Und die einen riesigen Spritverbrauch haben und so weiter. Mittlerweile erlebe ich schon wieder, wir haben jahrzehntelang hat man gekämpft für Umweltschutz und mittlerweile stellen sich Leute mit riesigen Autos hin und lassen mal ruhig den Motor im Stand eine Stunde laufen. Ne? Ja, weil sie gerade am Telefonieren sind, ist doch egal. Ne? Und so weiter. Das heißt also, Mercedes steht unter dem Wettbewerbsdruck. Ich darf... Wer sich bewegt und wer sich rührt und vor der Konkurrenz irgendwas ändert, der verkauft eben keine Geländewagen mehr, sondern dann verkaufen die anderen die Geländewagen. Ja, ja. Also muss ich selber die Geländewagen verkaufen. Erst wenn die Wohlfühlnoten, wir haben da mittlerweile auch viele gesundheitliche Schäden und
gesundheitliche Einschränkungen allein durch die Abgase dieser Diesel, die ja übrigens auch, das war ja gelogen sozusagen, es ist ja viel mehr Abgase als zugegeben wurde, ja, sozusagen. Und wir haben ja sogar Städte, wo eigentlich gesagt wird, eigentlich müssten wir den Verkehr stilllegen, weil wir so hohe Giftwerte haben. Ne? Und das heißt, erst wenn die Wohlfühlnoten der Bürger, die da leben und wohnen, auf, also aller Bürger in Deutschland, die Wohlfühlnoten auch bezogen werden auf Mercedes und da eben auch mit ausgerechnet wird, was geschieht. Das ist natürlich wirklich schwierig, gebe ich zu. Aber wir müssen auch da irgendeinen Weg finden. Wir müssen irgendeinen Weg finden, dass die Wohlfühlnoten und Gesundheitskostendaten der Bürger mit auch über die Profite von Mercedes entscheiden. Wir müssen da einen Weg finden. Und erst dann wird Mercedes sagen, ja, jetzt rechnet sich für mich der Umweltschutz. Ja? Ja, ich meine, das ist eine Sache des Gesetzgebers, da Sachen zu verbieten oder zu dämpfen und so weiter. Ja, wobei ich da der Meinung bin, das ist der falsche Weg. Wenn wir mit Grenzwerten arbeiten, wir können jetzt Grenzwerte aufstellen. Und dann passiert wieder das Gleiche, was wir hatten, nämlich, dass die Grenzwerte per Betrug unterlaufen werden also, oder übertroffen werden. Ja, sondern wir brauchen ein System, wo Mercedes selber an den Wohlfühlnoten und den Gesundheitskostendaten der Menschen interessiert wird. Das heißt, die Abgaben für die schlechten Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten der Bürger müssen Mercedes und alle anderen Autohersteller gleichermaßen so stark treffen, dass alle Konzerne gleichermaßen sagen, wir müssen da was tun, ja, weil wir so viele Abzüge haben. Es wird quasi die Nutzung der Umwelt oder die Vergiftung der Umwelt wird quasi teuer werden. Ne? Und ja, die Frage ist, Sie wollen also quasi die Gesetzgebung durch Wohlfühlnoten ersetzen. Ja, weil das zuverlässiger ist, als neben jedem Mercedes ein Messgerät zu stellen, und zu sagen, erfüllt er die Norm oder erfüllt er die Norm nicht? Ja, also mir wäre wohler, wenn wir nicht dieses alte Spiel, hallo Herr Kontrolleur, wie kann ich dich bescheißen? Ja, also dieses alte Spiel in Deutschland, hallo lieber Kontrolleur, wie kann ich dich reinlegen? Wie kann ich dich austricksen? Dieses Spiel, lieber Bio-Lebensmittelhändler-Kontrolleur, wie kann ich dich austricksen? Ja? Dieses alte Spiel, ich weiß nicht, ob Sie die Filmberichte kennen, zum Beispiel darüber, dass wahrscheinlich 90% alles Bios, was angeboten wird, Betrugsbio ist. Ja? Ja, eben weil Sie nicht alles kontrollieren können. Es ist nicht möglich, eine so riesige Gesellschaft zu kontrollieren. Ja. Sie müssen Messgrößen finden, die ein sich selbst kontrollierendes System darstellen. Und das ist zwar jetzt schwierig, ich habe es jetzt selbst auch Schwierigkeiten bei Mercedes, mir das vorzustellen, aber auf jeden Fall müssen wir suchen nach einem System, wie wir das, ein sich selbst kontrollierendes System am Endergebnis machen. Denn was will ich als Bürger? Ich will, dass ich von Mercedes weniger vergiftet werde. Ja? Und das muss irgendwie messbar gemacht werden. Da muss es irgendwie eine Möglichkeit geben. Und wenn es sie nicht gibt, können wir immer noch auf das Modell Kontrolleur zurückgreifen. Ja? Das können wir immer. Aber zum Beispiel im Gesundheitswesen möchte ich auf keinen Fall auf das Modell Kontrolleur zurückgreifen. Ja? Da möchte ich, dass meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitskostendaten sozusagen wirklich ganz knallhart über den Gewinn des Arztes entscheiden. Ja? Aber was Sie propagieren mit dem Wohlfühlsystem, das ist ein System, dass quasi die Struktur des Staates total verändern würde oder es gibt keinerlei Erfahrungswerte dazu, wie sich das wirklich auswirkt. Ich meine, auch da gibt es dann Missbrauch und so weiter. Ich glaube nicht, dass man ein System schaffen kann, das Missbrauch resistent ist. Ja, das ist jetzt, kann sein, dass das ein oder andere System besser ist, aber ja, das ist eben das. Das ist ja so eine Sache, die kann man ja auch beeinflussen, das Wohlfühlen und Es setzt voraus, dass sie ein umfassendes System in die Welt schaffen, das völlig anders ist als das jetzige System.
Ja, das nennt sich verbesserte Form der sozialen Marktwirtschaft. Also es ist, eigentlich ist es die Herstellung von echtem Markt, weil es eben zum ersten Mal einen Markt herstellt zwischen Hausarzt A und Hausarzt B und genau geguckt wird, welcher von beiden wirklich der bessere ist und daran sich dann an der Rangliste können sich dann die Versicherten entscheiden, zum Beispiel zu welchem Hausarzt sie wechseln wollen, weil der in der Region der Beste ist zum Beispiel, ja, nachgewiesenermaßen. Ja, wenn es genug Hausärzte gibt. Ja. Und ich meine, das ist alles eine Frage der Grundeinschätzung unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir unterscheiden uns an einer Grundeinschätzungsfrage. Ich glaube den Medizinprofessoren, die für diesen Rat vorgeschlagen sind, dass eigentlich mehr eine potenzielle Lebenserwartung. Es gibt heute noch Länder auf der Erde, wo Menschen ohne krank zu werden bis zu 110 Jahren alt werden. Und viele Ärzte sagen und Medizinprofessoren sagen, dass wir vielleicht wahrscheinlich sogar eine Spannweite bis 120 hätten. Und das in den USA zum Beispiel mittlerweile. Mittlerweile haben wir in den USA so viel kranke Menschen und übergewichtige Menschen, dass wir in einzelnen Bundesstaaten mittlerweile schon wieder Menschen haben, die nicht mehr mit 75 oder 77 sterben, sondern wieder anfangen mit 73, 72, 71, 70 zu sterben. Ja, sodass wir zum ersten Mal ein Kippen. Unsere Welt ist so ungesund geworden, dass wir mittlerweile in den USA als erstes das Kippen der Lebenserwartung haben. Wir entfernen uns also von diesen 120 Jahren noch weiter weg. In der letzten Zeit hatten wir uns ein bisschen erhöht, allerdings ohne, die Professoren sagen, ohne Gewinn an Gesundheit. Die Leute wurden älter, aber kränker. Ja? Und jetzt ist es so, dass sie in den USA mittlerweile weniger alt werden und noch kränker werden. Ne? Also, und das kippt also gerade im Moment weltweit. Ja? Und das bedeutet, meine Einschätzung ist, ich halte nichts an dem jetzigen System für erhaltenswert. Was ich erhaltenswert halte, ist nur der Grundgedanke einer gesunden Marktwirtschaft, einer sozialen Marktwirtschaft. Aber den Rest, wir müssen die Marktwirtschaft, wir müssen neue Messgrößen für die Marktwirtschaft einführen. Und deswegen bin ich bereit, ich wäre bereit, dass das vielleicht sogar... Und das wird noch nicht mal was kosten, also denn diese ganzen statistischen Verfahren, die werden vielleicht so und so viel Hunderte von Millionen verschlingen. Ja? Aber die Gewinne, die daraus erwachsen, dass zum Beispiel eben nicht mehr x Krankenhäuser, zig Krankenhäuser in Deutschland Milliardengelder sinnlos veroperieren, für nichts und wieder nichts sozusagen, und dabei die Bevölkerung schädigen und ein Heer von, Professor Spitz spricht davon, dass wir mittlerweile eine Armee an Körperbehinderten haben, die nicht durch irgendetwas anderes körperbehindert sind, außer durch medizinische Eingriffe. Ja? Und das heißt, wir verwandeln unsere gesamte Gesellschaft nach und nach in eine Behindertenanstalt. Ne? Die Menschen laufen nur noch mit dem Rollator durch die Stadt, ja? Und so weiter. Und oder mit Rollstühlen. Ja? Und das ist eben für mich, als der ich erst über 60 bin, ja? Sozusagen, ist das eine Katastrophe, das jetzige System. Ja? Und deswegen würde ich sagen, gut, ich meine, dieses System ist sicherlich so, dass die Menschen älter werden und natürlich, wenn sie älter werden, tauchen dann Beschwerden auf, aber ich meine, meine Vorfahren sind mit vor 65 oder mit 70 oder kurz nach 70 gestorben und so weiter. Ne? Und, ja. Aber die haben zum Beispiel auch ganz schlimme Ernährungssituationen gehabt, ganz schlimme Kriegszustände, Kriegen und so weiter. Kriege, aber in denen sie Schäden bekommen haben, die auch nicht mehr wettzumachen waren, sozusagen. Und diese, zum Glück haben wir jetzt diese Schäden ja nicht, ja? Also. Ja, ich meine, nee, ich glaube auch schon, dass wir insgesamt etwas gegenüber den früheren Jahrzehnten oder sagen wir mal zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also ich meine. Ja, also das heißt, ich meine, Sie müssen immer bedenken, dass die damaligen Lebenserwartungsstatistiken geprägt waren von den Kriegstoten, von den Kindersterblichkeitstoten. Ja, ich meine, das ist ja klar, wenn da so und so viele Leute gestorben sind durch Kindersterblichkeit. Das kann man jetzt nicht rechnen, aber ja. Ich meine, es wird aber meistens eingerechnet.
Und dadurch verfälscht es die Daten. Also man hat zum Beispiel ein Professor erzählt ganz klar, dass schon zu Zeiten Senecas sozusagen Verwandte von Seneca schon ganz, ganz kerngesund über 90 wurden, an die 100 ran. Ja? Also das heißt, dieses Märchen davon, dass wir jetzt so riesige Fortschritte hätten, da würden die, also all die Medizinprofessoren, die wir jetzt vorgeschlagen haben für diesen Rat, würden sagen, das ist eine Täuschung der Bevölkerung durch die Medizin. Ja? Das ist eine Illusion, die da aufgestellt wurde. Den Leuten geht es gesundheitlich unheimlich schlecht in Deutschland. Und wir leben zwar, wir werden zwar geschleppt, aber gucken Sie mal, die Professoren sagen, es ist ja kaum noch jemand, ab 50 ist ja kaum noch jemand gesund. Ja, es sind ja nur noch ganz, die meisten haben mittlerweile ab 50 fünf verschiedene Krankheiten, wegen der sie ständig zum Arzt rennen oder so. Ja, also das heißt, wir haben ja kaum noch gesunde Menschen. Irgendwann werden wir noch nicht mal mehr Kinder haben, die noch gesund sind, ne? Also das ist das, was die Professoren für ein Bild malen. Und denen glauben wir natürlich. Also weil die, das handelt sich nämlich um Professoren, die nämlich ganz erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf genommen haben, weil sie nämlich durch ihre Wende in ihrem Leben, weil sie irgendwann gesagt haben, ich kann es moralisch nicht mehr verantworten, mich weiter zu bereichern auf Kosten der Schädigung meiner Patienten. Das mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich bin jetzt alt, ich kann mir das jetzt erlauben, ich kriege eine Rente und so weiter oder so oder Pension oder wie auch immer. Ich kann mir das jetzt erlauben, jetzt handle ich moralisch und jetzt sage ich die Wahrheit und jetzt werde ich zum Pionier für Präventivmedizin. Und diese Ärzte für Präventivmedizin und für Ernährungsmedizin und so weiter, diese haben, also die hätten ja einfach ihr Geld weiterverdienen können, ihr großes Geld. Ja? Zum Beispiel Herr Ruppert, der Professor Spitz war Professor in Wiesbaden, in einer Klinik in Wiesbaden für Nuklearmedizin. Was meinen Sie, was der für Schweinegeld verdient hat? Und er war Professor gleichzeitig in Mainz an der Universität als Dozent. Ja? Was meinen Sie, was der verdient hat? Ein Vermögen hat er verdient. Und jetzt ist er dagegen eine arme Kirchenmaus sozusagen, jetzt mit 70 oder so. Aber er sagt, ich habe das genau Richtige getan. Jetzt endlich tue ich zum ersten Mal was für die Menschheit. Ne? Und das ist eben so. Und der sagt ganz klar, wie alle anderen dieser Professoren auch, die Menschheit wird immer kränker und kränker. Wir können dabei zugucken, wie sie... Und die Medizin sagt immer wieder, die Leute werden immer gesünder und immer gesünder. Das ist aber ein Märchen. Das ist schwer als Laie, das zu beurteilen. Ja, ja. Aber ich meine, eins ist klar, die Lebenserwartung für die Rente steigt. Die Rentenversicherung hat das nicht genau vorausgesehen, dass die Leute jetzt so alt werden. Und ich meine, ja, es ist doch vollkommen klar, wenn ich zum Beispiel, wenn das Krankenversicherungssystem bei 80-Jährigen Millionen und Abermillionen ausgeben muss, also die eine Hand sozusagen Millionen für Operationen ausgeben muss, damit der Mensch noch 90 wird sozusagen, dann ist klar, dass die Rente bis zum 90. Lebensjahr zahlen muss. Das heißt, die Rente gibt viel Geld aus, aber die Krankenversicherung muss das Hundertfache davon ausgeben und der volkswirtschaftliche Schaden ist tausendfach höher, als nur durch ein bisschen mehr Rente bezahlen. Also ich würde gerne an die Rentner bis 120 Geld ausschütten, wenn sie dabei kerngesund blieben. Ja, also sozusagen. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir mit einem riesigen Brimborium die Leute in einem kränklichen Zustand schleppen bis zum 90. Lebensjahr, bis sie dann nach all den Operationen nicht mehr können und dann hoffentlich sanft einschlafen. Ja? Also das ist so das Bild, was die Medizinprofessoren malen von unserer Welt. Ne? Das ist eben der Punkt. Ob das Bild jetzt ganz so gerechtfertigt ist. Ja, die Frage ist, die Frage ist Wissenschaft, das ist eine wissenschaftliche Frage, Herr Ruppert. Wem glauben Sie mehr? Einem Menschen, der finanzielle riesige Verluste in Kauf genommen hat, um dann ganz bewusst die moralische Wahrheit zu sagen und sie aufzuklären, oder einer Industrie, die Hunderte von Milliarden jedes Jahr verdient, wenn sie den Leuten nur immer wieder erzählt, wir helfen euch, ihr seid so gesund wie noch nie, wir sind die beste Medizin aller Zeiten, ihr könnt zu uns gehen, ihr könnt uns blind vertrauen. Wem von den beiden glauben Sie?
Also Industrie bestimmt nicht. Ja, ja. Zumindest aus der jetzigen Situation heraus. Ja, denn da muss ich ja immer wieder vermuten, dass sie, auch wenn sie das als gesund oder sonst was hier darstellen, schon ihre eigenen Interessen haben und die sind finanzieller Art. Ja, genau. Natürlich auch. Denn wenn sie erstmal ein paar Verwandte an den Krebs verloren haben, dann denken sie ganz anders über die Welt. Ja? Weil sie dann nämlich so viel Leid erlebt haben und das in einer angeblich doch so tollen Medizin, wenn sie erkennen mussten, wie die Leute grausamst verreckt sind und mit Schmerzen verreckt sind, weil sie nämlich vielleicht gar nicht die Schmerzmittel bekommen haben, die sie hätten bekommen können, weil sie nämlich noch eine Chemotherapie aushalten, wenn sie weniger Morphium bekommen zum Beispiel. Ja? Und wie dann so sie auf das grausamste und elendigste zugrunde gegangen sind und menschenunwürdig quasi zugrunde gegangen sind, dann sieht man diese Welt ganz, ganz anders. Ja, ich meine, ich persönlich habe jetzt verschiedene Krankheiten durchgemacht. Ich hatte mit 12 Jahren Kinderlähmung. Ja, und ja. Habe das durch Operationen doch geschafft, ins Leben zu gehen und so weiter und Erfolg zu haben. Und Sie sind den Ärzten dankbar diesbezüglich? Ich bin da dankbar der Medizin. Ja. Ich wäre es nicht. Wissen Sie warum? Weil ich zu viel darüber weiß, dass diese Medizinprofessoren uns ja aufgeklärt haben, dass sie heutzutage eben eigentlich nur dafür sorgen müssen, dass die Kinder früh genug im Dreck spielen, denn dann findet eine natürliche Impfung. Wir müssen also dieser gesamten Hygienewarenindustrie, die auch die Medizin verbreitet hat, also ich würde, wenn ich Kinder in Lähmung bekommen hätte, würde ich heute sagen, der Hygienewahn einer falsch gesteuerten Medizin hat meine Eltern dazu veranlasst, mich von den Keimen fernzuhalten und eine Sakrotanumwelt um mich herum zu bauen. Dadurch wurde ich nicht rechtzeitig natürlich geimpft gegen Kinderlähmung, nämlich Dreck ist die beste Impfung gegen Kinderlähmung. Und dadurch habe ich die Kinderlähmung erst bekommen, und zwar durch die Schuld der Medizin. Also Schuld würde ich jetzt nicht sagen, sondern Schuld sind wir alle, weil das System, wir verantworten ja alle das System. Aber ich meine, die Ursache war die Medizin für die Kinderlähmung. Und deswegen, ich kann doch nicht jemandem dankbar sein, wenn er mich erst krank macht und dann mich operiert, erfolgreich. Nee, Moment, ich bin 1948, da war ja alles, da gab es ja kaum Medizin, ne? Ja. Da bin ich krank geworden und das war damals eine allgemeine Seuche. Es gab ja noch keine Impfung gegen Kinderlähmung. Ne? Und Sie sind krank geworden, obwohl Sie nicht in einer keimfreien Umwelt aufgezogen worden sind, sondern nein, wir waren Sie hatten ganz Dorf viel Dreck und ganz viel Bauernhof. Und ja, ganz ich meine, ich war auch eines der gesündesten Kinder und habe eben, ich habe mich, waren alle Kinder waren krank gewesen und hatten wahrscheinlich Kinderlähmung, so eine Art Grippe im Sommer, ne? Und ich selbst habe die auch gehabt und dann habe ich zu früh angefangen, wieder Fußball zu spielen und habe mich, das war ein Rezidiv, ne? Und dann fing das eben an. Aha, sehen Sie, schon ist die Wahrheit, sind wir der Wahrheit nämlich viel näher, denn wahrscheinlich war es so, dass die Umwelt, wobei wir von 1948 nicht von Paradiesen sprechen dürfen, ja. Aber die Umwelt war noch bestimmt noch schmutzig genug, dass die meisten Kinder sozusagen ein Stück weit vorgeimpft waren durch den Schmutz, in dem sie auch mal gespielt haben, ja. Empfohlen wird übrigens sozusagen so eine Art natürliche Bauernhofumwelt, in der die beste Impfung von Kindern stattfindet, angeblich. Ja? So am besten doch mit Hunden dabei. Ja? Dann würden die Kinder eigentlich ein unheimlich starkes Immunsystem kriegen. Ja? Und habe ich auch. Ja, und das war dann eben so, dass tatsächlich die anderen Kinder quasi das muss also solche, Sie haben ja gesagt, es war eine Epidemie, das heißt, es kamen riesige Mengen von Kinderlähmungsviren sozusagen auf die Kinder zu und die meisten haben das weggesteckt als eine Sommergrippe und haben das, weil sie vorher geimpft waren, schon natürlich dann überlebt. Und jetzt haben sie natürlich dann etwas getan, was man eben nicht machen darf. Man darf eben nicht, wenn man matt ist oder ein bisschen angeschlagen ist, darf man halt keinen Leistungssport machen. Und das haben sie getan. Und das ist natürlich, wirklich dann sehr unglücklich. Ja? Aber dafür kann man jetzt der Natur und den
den Viren eigentlich nicht die Schuld geben. Naja, ich meine, das gebe ich auch nicht. Aber auch nicht den Ärzten, denn es gab damals keine Ärzte, die irgendwas gesagt hätten. Aber heute ist das anders. Heute ist es so, dass wir viele Mütter haben, die ihre Kinder fast schon in Sakrotanwelten ersticken, wo wir genau wissen, dass die Allergien entwickeln oder so. Das ist sicherlich auch falsch, das zu tun. Ich meine, ich mache Ihnen mal ein Beispiel. So eine Ärztin aus einer Fernsehsendung hat das zum Beispiel ganz klar so formuliert. Eine werdende Mutter geht zum Arzt. Sie hat Sodbrennen. Er sagt, ich gebe Ihnen jetzt ein Mittel gegen Sodbrennen. Die Mutter nimmt das Mittel ein. Das Mittel führt dazu, dass die Mutter, die werdende Mutter, in ihrem Magen zu wenig Säure hat. Dadurch werden bestimmte langkettige Eiweiße in der Ernährung nicht genügend aufgespalten und diese langkettigen Eiweiße werden im Dünndarm zum Beispiel aufgenommen und bilden allergische führen zu allergischen Reaktionen. Und dann wird das Kind geboren und das Baby hat am Ende die gleichen Allergien wie die Mutter. Einfach nur, weil der Arzt es gut gemeint hat und einfach nur, weil es zu den Regeln der Kunst gehörte, ein Magenschutzmittel zu verschreiben. In Wirklichkeit rennen jetzt danach die Mutter und das Baby ständig zu irgendwelchen Ärzten wegen dieser massenhaften Allergien, die dadurch entstanden sind. Jetzt ist es so. Jetzt kann man sagen, ich will dieses System einfach so weiterlaufen lassen. Oder ich will einfach dafür sorgen, dass in Zukunft Ärzte neu weitergebildet werden und genau all diese Dinge, die so unheimlich viel Geld bringen. Denn am Ende ist ja so, dass der Arzt und seine Kollegen alle fürstlich dafür bezahlt wurden, dass sie diese Allergien behandelt haben, die der Arzt selbst erzeugt hat mit seinem Medikament. Ja? Und das haben wir massenhaft. Ich könnte jetzt Frau Dr. Med. Petra Prachtritz zitieren, die wir auch für den Rat der Weisen vorgeschlagen haben, die ein anderes Beispiel schildert. Also wir haben davon tausende Beispiele, wie die Medizin mittlerweile, man sagt sogar mittlerweile, die Medikamentengaben der Ärzte sind eines der größten Gesundheitsrisiken Deutschlands. Ja, also ein negatives Beispiel war ja da auch, da bin ich also jetzt indirekt betroffen gewesen, also Kondagan. Ja, ja. Das war ja so eine Geschichte. Ich habe also zwei Freunde, die davon betroffen sind. Das sind die jetzt schon seit über 40 Jahren. Ja. Da war auch der gute Wille des Arztes vorherrschend. Ne? Genau. Ja, gut, aber es gab damals keine genaue Information über das Mittel. Warum gab es die nicht? Weil Grünenthal genau das gemacht hat, was alle Pharmakonzerne machen müssen. Sie müssen die Dinge ungeprüft auf den Markt bringen, denn wenn sie sie wirklich prüfen würden, würden sie pleite gehen. Weil ich weiß nicht, ob Sie im SWR, der hat schon vor 30 Jahren einen beeindruckenden Filmbericht gebracht. Der SWR tut sich sowieso immer hervor, allerdings nur in der Kritik des Gesundheitswesens. Und zwar sagte er damals, hier sagten die Ärzte, hinter Tarnwänden, sagten sie. Ich weiß ganz genau, ich kriege einen Auftrag für eine Studie von einem Pharmakonzern. Ich weiß ganz genau, dass ich die Daten fälschen soll und dass ich die Daten fälschen muss. Sonst kriege ich nie wieder einen Auftrag und bin finanziell ruiniert sozusagen. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich werde die Daten fälschen und das machen wir alle so. Ja, das heißt, denn wenn auch nur irgendeine realistische, teure Studie wirklich gemacht würde, dann würde nämlich die Konkurrenz, was weiß ich, schneller auf dem Markt sein oder würde billiger produzieren können und so weiter und wir wären pleite. Ja? Und deswegen hat Grünenthal, genau deswegen gab es keine Daten über Kontergan, weil das nämlich nie gemacht wird. Ja? Sondern der Mensch, der Bürger ist immer das Versuchskaninchen. Wir haben heute mittlerweile Medikamente auf dem Markt, wir haben Pillen auf dem Markt, Antibabypillen, die dazu führen, dass massenweise mittlerweile Frauen Schlaganfälle bekommen, nur weil sie die Pille nehmen. Ja,
Niemand interessiert, darf sich, also im jetzigen Wirtschaftssystem darf sich niemand dafür interessieren, wie viele Menschen er durch seine Medikamente tötet. Wenn ihn das interessiert, dann hat er, dann muss er schließen. Das ist ja, also das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich meine, es gibt, bis ein Medikament zugelassen wird, vergehen heute auch Jahre, ne? Und welches gibt es auch nur einen einzigen Datensatz, der nicht gefälscht wurde dabei? Das kann ich nicht beurteilen, aber diese Professoren, die Medizinprofessoren, die unserem Rat angehören, sagen eindeutig, es sind alles gefälschte Datensätze. Ja, alles gefälscht, das kann nicht sein, sonst gäbe es ja keine. Ja, vielleicht muss man zum Schein so ein paar Sachen machen, ne? Naja, also das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen zu vereinfacht gesagt. Ne? Ja, ich kann Ihnen das nächste Beispiel schildern. Ich kann Ihnen das nächste, Frau Dr. Med. Petra Brach, die wir auch vorgeschlagen haben für den Rat, die schildert. Eine Frau kommt wegen neun Jahren, ich habe sie übrigens, Frau Petra Brach, heute versucht zu erreichen, habe sie leider nicht erreicht für ein Interview, 9 Jahre grausamste Schmerzen, Muskelschmerzen am ganzen Körper, 9 Jahre eine Odyssee von Arzt zu Arzt. Und diese Frau hatte, in Wirklichkeit hatte sie so ein bisschen erhöhte Blutfettwerte, also vielleicht auch Cholesterinwerte und so weiter. Und sie hat sogenannte Statine bekommen. Jetzt haben diese Statine aber die kleine Nebeneigenschaft, dass sie sozusagen im Körper das sogenannte Coenzym Q10 drastisch reduzieren. Und wenn man zu wenig Coenzym Q10 hat, kommt es zu wahnsinnigen Muskelschmerzen. Warum steht das nicht in der Packung? Warum hat das niemand erforscht? Warum hat das niemand wahrheitsgemäß erforscht und als Warnung herausgegeben? Warum hat die Frau nicht, warum wurde in der Pille nicht gleichzeitig Coenzym Q10 verabreicht, um den Mangel auszugleichen, der durch die Statine entsteht? Weil alle Ärzte 9 Jahre Millionen von Euros verdient haben durch diese grausame Schmerzenkarriere dieser Frau. Und wissen Sie, was die Frau Dr. Med. Petra Bracht gemacht hat? Die hat die Statine abgesetzt und gleichzeitig die Ernährung um 180 Grad umgestellt. Die Frau hatte einwandfreie Blutfettwerte, weil das nämlich rein ernährungsbedingt war bei ihr. Und sie hat nie wieder Statine nehmen lassen müssen und war innerhalb von Wochen völlig schmerzfrei und das nach 9 Jahren Martyrium. Jetzt bitte, Herr Professor Ernst, überzeugen Sie mich von der Gutheit des Medizinsystems. Auf Okinawa gibt es Menschen, die ganz ohne unsere Schulmedizin 110 Jahre alt werden. Da gibt es einen Karatemeister, der mit 97 Jahren einen 30-jährigen westlichen Boxmeister K.O. geschlagen hat, ja, das mit 97, ja, und das sind alles Fakten, das nennt man die sogenannte Blue-Zone-Forschung in der Medizin, ja, und da, die Datenbanken sind voll mit solchen Untersuchungen, die werden aber, wie Professor Dr. Med. Andreas Michalsen von der Charité so schön sagt, werden von keinem Arzt jemals gegenüber, die werden von den meisten Ärzten grundsätzlich nicht gelesen, diese Daten, damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen, einem Patienten jemals davon etwas zu erzählen. Ne? Und so haben sozusagen die Ärzte ein systematisches Nichtwissen über die Realitäten. Und dass Ihnen Ihr Arzt, dass Ihr Arzt vielleicht Ihr persönlicher bester Freund ist, auch Herr Ruppert, ja, Ihr Arzt ja. Vielleicht sogar ein persönlich bester Freund ist und der Arzt vielleicht auch wirklich das glaubt, was er sagt, ja, also wirklich fester Überzeugung ist, also die Irrtümer, die er in der Ausbildung gelernt hat, tatsächlich für wahr hält, ja, das ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um ganz viele Irrtümer handelt, ja. Und das nützt ihm nichts. Kann sich ausschließen, aber es ist so, jetzt bei meinem Arzt zum Beispiel, da hat dann so der Senior, also das ist ja mein Freund, mittlerweile sein Sohn ist auch praktizierender Arzt in dieser großen Praxis. Ich sage jetzt mal einfach, ich habe Vertrauen dazu in beide, aber ich kann mich natürlich auch täuschen, weil ich nicht weiß, was jetzt tatsächlich da läuft oder welche Behandlungsweise
vielleicht sogar besser wäre. Und damit haben Sie, Herr Ruppert, das Entscheidende gesagt. Ich kann mich eventuell auch täuschen. Und genau das ist das, was wir leider, diese ganzen Wissenschaftler, festgestellt haben. Denn jetzt sind wir noch mal zum Schluss bei der Evolutionsbiologie. Wir haben nicht ohne Grund, ich weiß nicht, Sie sehen es, Herr Ruppert, wir haben ja eine Liste von ungefähr 10 Weltspitzen-Evolutionsbiologen in den Rat empfohlen oder der Bundesregierung dringend angeraten, diese zu berufen sozusagen in den Rat. Das aus einem ganz guten Grund, weil nämlich die Evolutionsbiologie ganz klar einen Beweis dafür darstellt, dass Dinge, die unmöglich sind, auch tatsächlich unmöglich sind. Das heißt, sie können nicht, also zum Beispiel ein moralisches Verhalten, zum Beispiel, wenn Sie als Automobilkonzern, wie gesagt, gegen alle Marktgesetze verstoßen und einfach nur das tun, was für die Menschen von ihren Atemwegen her das Beste wäre. Wenn Sie das tun, dann sind Sie morgen kein Mercedes mehr, weil dann niemand mehr bei Ihnen kauft. Sie sind dann pleite und werden vom Konkursverwalter abgewickelt. Ja? Das heißt, Dinge, die nicht evolutionsbiologisch den Gegebenheiten entsprechen, sterben notwendig aus. Ja, die Dinosaurier oder bestimmte Lebewesen sind ausgestorben, weil sie keine Überlebenschance hatten in dem Moment. Und in dem Sinne kann ein Arzt, der wirklich einem Menschen, all seinen Patienten nichts anderes tut, als das hundertprozentig Beste für deren Gesundheit zu tun, der kann in diesem Markt nicht überleben. Und das, da sagen dann die Evolutionsbiologen, das ist bewiesen. Weil sonst müssten wir die gesamte Evolutionstheorie in Frage stellen, denn es würde nämlich dann bedeuten, dass ein Fluss bergauf fließen kann. Ja? Die Evolution ist ein Fluss, der kann nur in einer bestimmten Richtung fließen, nämlich gemäß dem Selektionsdruck. Ja? Und wenn die Selektionsbedingungen jeden Arzt begünstigen, der skrupellose Fließbandmedizin betreibt, ohne sich ein großes Gewissen zu machen, ja, dann, also ein Arzt hat das ganz offen gesagt im Fernsehen. Ich zitiere jetzt eine Fernsehsendung, wahrscheinlich wieder SWR. Ja? Da hat ein Arzt gesagt, ich bin hier Professor für Medizin, ich bin Chefarzt. Ja? Und ich stehe vor dem riesigen moralischen Problem. Ich kriege riesige Boni ausgezahlt, wenn ich jeden, der durch die Tür kommt, an der Hüfte oder am Kniegelenk operiere. Ja? Wenn ich das nicht tue, werde ich rausgeschmissen mit Schimpf und Schande und werde überall in der Branche madig gemacht und werde nie wieder ein Bein auf den Boden kriegen. Ich bin wirtschaftlich am Ende ruiniert. Ich werde vielleicht noch irgendwo eine kleine Hausarztpraxis machen können und so weiter, wenn man mir das nicht auch noch kaputt macht oder so. Ja? Und wenn ich einfach meinen hippokratischen Eid einfach mal 5 Grade sein lasse, dann stellt mir die Gesellschaft morgen wieder den nächsten neuen Porsche vor die Tür. Ja? Und da ist es einfach so, die meisten meiner Kollegen folgen dann dem Porsche und sagen, wenn die Gesellschaft so dumm ist, dass sie Fehlanreize in die Welt setzt, dann trage ich nicht als Arzt die Verantwortung, sondern die Bürger für die Fehlanreize. Ich kann mich nicht ruinieren, nur um den Retter, um gegen Windmühlen zu kämpfen, Don Quixote und Sancho Pancha zu spielen und mich an den Windmühlen zerfetzen zu lassen. Ja? Das kann niemand von mir erwarten und deswegen entscheide ich mich ganz bewusst für das, was der Bevölkerung schadet. Ja? Ja. Aber die Bevölkerung ist selber schuld. Ja. Denn was sagen wir, wenn zum Beispiel jetzt unser jetziges Wirtschaftssystem am Ende vielleicht doch wieder im nächsten Atomkrieg endet? Denn wir hatten ja schon einen Atomkrieg mit Hiroshima und Nagasaki, wenn auch nur einen kurzen Atomkrieg sozusagen. Aber was ist, wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal eine Entgleisung haben oder einen Fehler im System oder so, ja, und so weiter. Und wir würden ja auch, ich weiß nicht, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, aber zum Beispiel würden wir die Anreize so umdrehen, dass die Rüstungskonzerne, die Aktionäre der Rüstungskonzerne hier in Deutschland zum Beispiel,
dann die gleichen Gewinngarantien bekommen, wenn die Zahl der zum Beispiel in bestimmten Krisengebieten, für die sich ein Rüstungskonzern zuständig erklärt hat, um 5% im nächsten Jahr zurückgeht. Natürlich haben Sie recht, es wird schwer sein, diese Zahl der Toten wirklich objektiv messen zu lassen. Ja? Das ist ein Problem, aber wie sollen wir es sonst lösen? Wir müssen doch anfangen damit, dass wir es so gut wie möglich machen, dass die Rüstungsindustrie sich in Zukunft als Friedenssicherungsindustrie versteht und eher am Ende Friedensstifter in die Welt hinaussendet als Kriegstreiber. Ne? Irgendwann müssen wir doch endlich mal der Seuche der Menschheit Herr werden, sozusagen, dem Krieg. Wir sind verwöhnt, ne? Aber gucken Sie mal, 1914 bis 18, 1939 bis 45 und dann gucken Sie mal die Liste der kleinen Kriege seitdem. Das ist ja eine ununterbrochene Liste an Kriegen, ja? Die ganze, nur dass wir das Glück hatten, bis jetzt noch nicht wieder im Krieg zu sein, ja? Das ist eigentlich vielleicht sogar ein Zufall nur, ne?